Kalt ist es geworden auf unserer Holständerhausbaustelle. Aber rechtzeitig zur Hausbesichtigung am 4. Advent sind die Fenster eingesetzt worden. Jetzt ist der Bau dicht und kann aufgewärmt werden. Wir bauen Häuser aus Ziegel, aus Beton, aus Holz und aus Erfahrung. Zwischenzeitlich wurde auch mit der Sanitärinstallation begonnen und als nächstes kommen die Wandflächenheizungen. Wichtig bei den Fenstern ist, dass diese winddicht eingebaut werden. Dann gehören diese Eisblumen bald der Vergangenheit an. Viel Arbeit macht noch der Trockenbau, aber hier kommen wir ebenfalls gut voran. Mit der Elektroinstallation wurde ebenfalls begonnen. Und da der Bauherr selber Elektriker ist, wird es an Schaltern und Steckdosen nicht mangeln. Wenn dich das alles näher interessiert, dann komm zur Hausbesichtigung am 4. Advent von 14 bis 17 Uhr nach Rheinerodde im Lied 14. Wir freuen uns auf dich.